weiter geht's heute mit unserem Bussimulator 21 und der Haltestelle. Warte mal. Ich guck gerade. Rupert, Scania. Nee, warte mal. Was fahren wir überhaupt? Wir fahren irgendwas Gelenkiges. So, hier der Urban Way, genau. So. Hätte ich ja gerade ausgewählt werden. Copperpot Church. Darf direkt ausgeklammert werden. Copperpot Church. So. Southmore Copperpot Church. Sind wir durch? Nee, Copperpot fehlt noch, ne? Da fehlt, glaube ich, noch die Humble eine. Street. Ich glaube, das ist die einzige Haltestelle, die noch. Copperpot Church. Ja, genau. Humble Street ist die einzige Haltestelle, die tatsächlich noch fehlt. Um Copperpot heute abzuschließen. Cool. Und dann fahren wir noch Baby. So. Ja, geil. Auf jeden Fall. Freuen wir uns, dass wir das schon so weit wieder haben. Kaum angefangen mit der Folge, geht schon wieder. Geht schon wieder los. So, Humble Street ist wie gesagt die einzige, die uns jetzt noch fehlt, auf 5. Ich hoffe, dass wir das jetzt gleich schaffen, dann hätten wir nämlich heute Copperpot weg. Wir könnten uns natürlich nicht so langsam um Bay Tree kümmern. Dann können wir in der nächsten Folge vielleicht schon 2 neue Stadtteile in die Route mit einbinden. Das wäre cool. Hätten wir nur noch 7 Stadtteile, die uns fehlen in diesem Let's Play, um quasi den und 2 Missionen gleichzeitig abzubauen. Und dann hoffen wir, dass wir das dann irgendwann schaffen, das große Finale zu fahren. Das fahren wir dann wieder mit Doppeljobbus. Da muss ich euch die Route noch bauen. Das werde ich auch noch tun, ohne Probleme. Ach, nein, mein Schatz. Ja, ich bin nicht in einem Schuss. Ich habe das Auto aus der Seite, wo wir es überholt. Humble Street, herzlich willkommen. Da sind wir. Und großes Fragezeichen, dürfen wir? Wir dürfen. Humble Street. Humble Street. Copperpot ist. Nur hin, bitte. Abgeschlossen. Oder? So, Copperpot geht ein Häkchen dran. Und? Humble Street. So, Humble Street. South Gavilan Way, Humboldt Street, Humboldt Street, Copperpot Church. Annehmen. Route bauen. So, Copperpot ist Bay Tree auf 5. So. Damit können wir uns heute um Bay Tree kümmern. Komplett. Danke. Ich hab's vergessen. Und dann hätten wir sogar schon heute ein bisschen was getan. Wie gesagt, wir haben heute Greenwood abgeschlossen in der Aufnahme zwischen. Wir haben Copperpot abgeschlossen in der Aufnahme zwischen. Und heute geht's an Bay Tree. Also heute quasi Copperpot weggehauen. Und Bay Tree. Also wie gesagt, die Aufnahme zwischen gebreit. Wäre jetzt, wenn wir. Wir hatten mal 3 komplette Stadtteile weggeholt. In meiner Aufnahmesession. Wir sind jetzt in der 3. Folge gerade. Und wenn wir pro Folge einen Stadtteil weghauen, dann haben wir noch 7-8 Folgen. Und dann können wir ins Finale gehen. Dann sind wir wahrscheinlich bei 10 Folgen nur noch. So. Grobe Richtung. Mit dem Bus-Simulator. Aber wie gesagt. So, haben wir die. So, dann mit Boulevard, das ist die Disco hier. Und jetzt bin ich gerade ziemlich erleichtert, dass wir die fertig haben. South Amphlett Boulevard. South Gavilan Way. Amphlett Boulevard. Jetzt was anderes. South Amphlett Boulevard. Der war die raus. South Gavilan Way. Humboldt Copperpot Church. Ist mir gerade herzlich egal. Die soll auch nur.
Danke. Hey! Sekunde, ich guck mal gerade wegen. Also ich muss jetzt nicht von rechts. Ja, ich zeige Ihnen meine Frage. Ja, du sollst den ganzen Leben mal den Mucke leiser machen, weil hier nebenan ist schon eine Disco, das reicht mir. So. Sehr geil. Am Meer ist so eine tolle Idee, um die ganzen Schildkröten ins Wasser zu kriegen. So. Gut. Doch jemand ausgestiegen. Ja, wie gesagt, ich mache die jetzt hier fertig, die Route. Wir kümmern uns, wie gesagt, heute ein bisschen um Bay Tree. Anfrage muss auch gar nicht generieren, das ist mir herzlich egal. Wie gesagt, es geht ja heute nur in erster Linie erstmal hier diese Stadt halt noch abzuschließen. So, Amphlett Boulevard ist auch weg. Oh, ist das kalt heute Abend. Also, ist sowieso, wenigstens ist der Bus geheizt. Wir müssen wahrscheinlich dann eh gleich. Wir haben jetzt noch 4 Haltestellen, wenn die jetzt alle auf 5 sind. Dann könnten wir aber ein bisschen. Dann geht's weiter her. Dann geht's nämlich dann weiter Millbrook. Auf jeden Fall. Millbrook Denali Research. Würde ich sagen. Und dann geht's weiter mit den Haltestellen weiter oben. Na gut. Senioren-Ticket. Ich muss ja danach die nächste Haltestelle schon einbinden wieder. Wenn jetzt noch eine rausfliegt. Aber dann auch. Und dann haben wir nämlich Wilburg mal hinterher. Ich brauche eine Fahrkarte. So. Danke. So. Tür zu, weiter geht's. Ja, fahr oder warte ich? Bleib. Abmarsch. Oh, Chefe. Dann haben wir den Amphlett Boulevard weg. Komplett. Oh yeah. Ich muss zugeben, also ich vermute, dass wir dann später erst die Haltestellen, die Dings auf 5 haben. Die Stadtteile, bevor wir die Haltestellen haben. So, da müssen wir jetzt schon anfangen. Da müssen wir tatsächlich schon anfangen anzubinden. Ist das kalt heute Abend? Mindestens ist der Bus geheizt. North Madison Drive. So. North Madison Drive. So, 1, 2, 3. South Mall West. Ich muss jetzt schon wieder die Haltestellen umbauen. South Gavilan Way. South Mall West. South Mall, South Gavilan Way. South Mall, nee, South Mall West. Wir machen es anders. South Gavilan Way. South Mall, South Mall East. South Gavilan Way. Die. South Mall West. Die. Bay Tree Church. Und Millbrook ist jetzt nicht so groß. Millbrook Square South. Millbrook Square East. Millbrook Square East. Millbrook Square South. Millbrook Square East. Millbrook Square North. Millbrook Square West. So, dann nehmen wir die schon mit rein. Bay Tree,
Milburg. Andenken. Ist mir gerade egal. So. Weltwege fast durch. Ich brauche eine Fahrkarte. Und Melbourne ist das nächste. Danke. Weil dadurch jetzt wieder eine Haltestelle weggefallen ist, müssen wir ja ein bisschen anfangen umzubauen. Also wie gesagt, die Haltestelle, das Ding wird wieder 8 Haltestellen haben. Der Kofferpott schon mit drin. Ist der Kofferpott eigentlich weg? Ach so, ja, was die Haltestelle ist. So, die fahren wir nämlich danach nochmal. Aber dann mit Milburg hinten dran. West. Vielleicht in der nächsten Folge. Vielleicht sogar schon am Ende dieser Folge, dass wir die abschließen können. Nur hin, bitte. So. Na, Katze. So. Gut. Kein weiterer, der eine Fahrkarte machen will. So. Heimer und Töpfel. Rennen wir damit. Wieder in der nächsten Folge fahren wir das ganze Ding ja noch einmal. Aber dann hängt da noch was mit dran. Dann hängt nämlich wieder ein neuer Stadtteil mit hinten drin. Nämlich für Glück. Geht das schon wieder los? Warte mal, ich muss mich gerade ein bisschen zitieren. Jetzt. So, ja, South Gavilan Way, genau hier ist es. South Gavilan Way. South Gavilan Way. Einmal bitte abschließen, liebe Leute. South Gavilan Way. Hi. North Madison Drive. Nur hin, bitte. South Mall East. South Gavilan Way. Ja, und raus damit. So. South Mall West. So, richtige Fahrkarte. Ja, der Wechsel geht jetzt raus. Ich meine, da sind noch Stadtteile, die sind ja auf 1. Aber gemerkt, die brauchen wir, haben wir nicht so häufig gebraucht. Dann müssen wir sie jetzt einmal komplett nochmal dazu packen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Eigentlich geht es ja schnell. So, können wir die South Mall East abfahren? Was soll ich dann machen? Das sehe ich nicht. Das wäre jetzt offiziell die letzte Haltestelle gewesen, aber wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir noch was hinten dran hängen. Bitte alle aussteigen. South Mall East.
Ja, 2 Minuten zu spät, wo cares. Ich habe Haltestellen dazu gefügt. Ich habe eure Route gemacht. So. South Mall East. Ist das schon wieder die erste Haltestelle hier, oder? South Mall East? Ja, doch. Genau. Die fängt schon wieder, aber die neue Route fängt hier schon wieder an, wo die alte aufhört. Also die 8 ist jetzt wieder die 1. Na dann, fahren wir weiter. Fahren wir jetzt mit. Ah. Warum willst du jetzt? South Mall West, okay. Ich dachte, ich hätte jetzt geschafft, die Haltestelle mit einzubauen hier. Warum auch immer der jetzt da rum will. Aber gut, wir nehmen mit. South Mall West. Also, die ist halt jetzt nicht mit eingebaut. Schade, weil die ist schon auf 4. Die hat jetzt ein Upgrade noch gehabt, dann wäre es auf 5 gewesen. Naja, passiert. Das sind eh nur diese zwei, die Mall noch. Dann hätten wir sie nämlich drin, dann wäre Milbock schon dabei. Boah, Alter! Ja, ist egal. Taxi hätte ich gesehen. Ich gucke ja auch nicht mehr, ich quatsche ja nur noch. Das ist bestimmt eine Einbahnstraße. Deswegen schickt ihr uns hier außen rum. Also sinnfrei wäre es auf jeden Fall, wenn es nicht geht. Ja, auf jeden Fall. Das ist keine Einbahnstraße. Warum weißt du dich jetzt? Weißt du jetzt nicht? Also praktischerweise oder? South Mall West. South Mall West. Hallo. Ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Bin gleich dabei. Moment. North Madison Drive, South Mall West. Dann sparst du dir jetzt diese Route hier. Annehmen. So, normale Fahrkarte, einfache Fahrkarte, 3 Stück. So, danke. Ja, gerne. Hoffentlich wird es bald aufzuregnen. Seniorticket. Einfache Karte. Danke. Hi. Eine Fahrkarte. So, das ist noch die erste Haltestelle, die wir machen müssen. Und dann hätten wir es. Und dann haben wir schon die nächste Haltestelle weg. Dann hätten wir Bay Tree. Ziemlich zeitnah durchgepackt. Durchgehauen. 2 Folgen oder eine Folge? 2 Folgen. Ich muss da hier durch. So. So, Milburg Square House, das ist auch die nächste Haltestelle. Jetzt geht's immer nach Milburg. Milburg hat bestimmt eh nur aus 5 Haltestellen insgesamt. Das ist der Vorteil. Diese Haltestelle brauchen wir noch. 5 hier, die jetzt hier rechts kommt. Die wir dann hoffentlich mit der nächsten Folge durch haben. Dann hätten wir Bay Tree. Oh, dann hätten wir Bay Tree auch komplett weg. Und das sind wie gesagt in 2 Folgen. Das ist immer gut. Da wollte ich jetzt nicht allein schön. Insgesamt gibt es in dieser Stadt ohne das DLC 137 Haltestellen. Ich glaube, mit dem DLC sind es 157. Ich glaube, mit dem DLC kommen noch 20 Haltestellen hinzu. Das sind diese 2 Stadtteile und insgesamt 9 Missionen. Also wir haben noch ein bisschen Spaß mit dem Bus-Simulator auf jeden Fall, mit dem Bus-Simulator 21. Ich werde das Ding übrigens nicht auf Platin spielen, also in den beiden fehlen noch bestimmt ein paar Sachen. Da sind auch welche Sammelobjekte und was auch immer, die ich bisher nicht gesammelt habe. Ich habe quasi die Mission durchgezogen.
Wenn ihr heute natürlich auch das noch wollt, diesen Sammelweg, dann muss ich mich tatsächlich ein bisschen erkunden. Ich weiß aber gar nicht, was sie damit meinen. Ja, da ist jetzt. Da ist die Anstelle. Ja, Mailbrook. So. Gut, haben wir's. So, jetzt geht's hier links rüber. Ich weiß mal, Mailbrook Square South. Mailbrook Square South. Hier war das. Mach dich Wächter! Mein Gott. So. Ja. Ach, ich kann das Wochenende kaum erwarten. Ich brauche eine Fahrkarte. Seniorenticket, einfache Fahrkarte. Nur hin, bitte. So. Danke. Rampe. Stimmt, da muss noch eine raus. Ja. Ja, das Wetter und die ganzen Lichteffekte machen es sich zumindest einfacher. Okay. Leider darf ich sie noch nicht anwenden, aber die nächste Anstelle ist dann. Wir fahren einfach um Mailbrook Square rum. Also, wie gesagt, groß ist diese Stadt halt hier nicht. Das sind eigentlich nur, wie gesagt, die 3, 4, 5 Haltestellen hier. So, nächste Anstelle ist Mailbrook Square West. Danach müssen wir sie noch einmal fahren, dann haben wir sie auch durch. Dann machen wir zurück nach Bayview. Hoffen, dass wir die eine Haltestelle mitnehmen können. Und dann sind wir durch. Dann fahren wir Mailbrook ab. Ach, hier ist auch noch die eine. Ach Gott. Naja. Boah, wir sind an der letzten Haltestelle und du pennst noch. Warte mal, was ist denn der Schlafplatz? So. Was passiert? Da ist du. Ab zurück nach Patrick. South Wallies. Und da hoffe ich, dass ich die ausschließen kann. Wir haben aber East und West, ne? Warte mal, wir müssen das andersrum bauen. Ich muss die Route mal anwählen, glaube ich. Weil wir die jetzt ein bisschen geändert haben. Es ändert sich aber trotzdem nichts daran. Wir müssen mal auf die South Wallies dabei sind. Wenn die dann weg haben, ist das Thema Petri immer noch abgeschlossen. Das ist das große Ziel, was wir noch heute haben, hoffentlich. Aller spätestens in der nächsten Folge.
So, die Haltestelle ist da vorne direkt. Da geht es erstmal wieder straight zurück. So, kriegen wir sie hin? Oder kriegen wir. Ich vermute, dass wir sie jetzt irgendwann nicht abschließen. Ja, kann aufgewertet werden. Sagt er uns gerade. Wir können die sogar direkt hochbringen. Machen wir es doch direkt so glatt. So. Stift. Und. South Mall East. Weg. South Mall West. Und dann hätten wir, glaube ich, den. Moment, hier ist doch geschossen, oder was ist das jetzt? Batwee. Jupp, wir haben Batwee abgeschlossen. Hurra! Es fehlt noch ein paar Haltestellen. Gut. So. Eigentlich hätte ich jetzt raushauen können. Machen wir in der nächsten Folge. Dann hängen wir nämlich an Batwee die nächste Stadtteil an. Wobei, wenn ich ehrlich bin, ich mache jetzt was anderes. Ich fahre jetzt die Strecke nur bis. Wir fahren sie zu Ende. Komm. Die paar Haltestellen in Nürnberg. Dann können wir sie neu, können wir sie löschen, können wir sie neu aufbauen. Und dann hätten wir zumindest die nächste Stadt. So, dann geht's weiter. Schon in der nächsten Stadt. In der nächsten Folge geht's schon wieder weiter. Also, wir haben jetzt ein bisschen was getan. Wir haben schon ein bisschen was geschafft. Wir haben jetzt Greenwood, Copperpot und eben jetzt gerade Batwee abgeschlossen. Also, drei Folgen, drei Stadtteile weniger. Ist das nicht was? Ist doch cool. Gut, es macht nur Unterschied, wenn die Haltestellen so nah beieinander liegen. Es sind nur vier Haltestellen zusammen. Ne? Das ist schon irgendwo ein bisschen Unterschied. Wir sind unterwegs gerade nach Milburg, wieder zurück. Der Batwee ist jetzt komplett hinter uns, brauchen wir nicht mehr. Bis Müll. Tschüss. Sind jetzt diese vier Milburg-Dinger, die Milburg Squares. Hier hoffe ich, dass wir die jetzt auch ziemlich zeitnah haben. Ich lasse die jetzt erstmal da drin in den Fahrplan. Dann haben wir halt eine Busroute, der einmal kurz hier drum geht. Ist aber egal dann. Weil wofür? Immer noch nicht aufgewertet werden, ne? Hi. Oder habe ich gerade was gemacht? Mailbrook Square South. Nee, ich nicht. Mailbrook Square. Mailbrook Square East. Mailbrook Square East. East. Mailbrook Square North. North. Mailbrook Square West. So, die geht jetzt ja einmal nur rundherum, oder so wie ich das gerade gesehen habe. Und welche ist wieder durch? Der Timber wird schon fertig, oder was? Ja, der Timber wird ja bestimmt noch Haltestellen, ne? Ja, das nächste wäre der Denali Research, auch nur so 4-5 Dinger. Auch schon auf 4. Warte mal. Ah, da müssen wir die schon da zu packen, ne? Warte mal. Das sind 4 Haltestellen, ne? Dann haben wir schon die neue Research mit drin. Brauchen wir nicht. Corino Avenue. Corino Avenue. Northgate Avenue. Eucalyptus Drive. Oh ja. Die. Northgate Avenue. Die brauchen wir nicht. Eucalyptus Drive. Ach, Eucalyptus Drive. Mayfair Avenue.
Glenrose Avenue. Park Plaza Drive. Technical University. Corino Avenue. Eucalyptus Drive. Ja. Warte mal, ich muss doch kurz. Ich mach das gerade nebenbei, ja? Fahrtenrouten anzeigen. 33, die löschen wir. Eucalyptus Drive. Die löschen wir mal. Eucalyptus Drive. Damit ich die auf der rote. Eucalyptus Drive. Dann hau ich die. Eucalyptus Drive. Northgate Avenue. Eucalyptus Drive. Als Abschutz. Warte mal. Abschutzrunde. North Glenrose Avenue. Warte mal. Ich muss das anders bauen. Corino Avenue. Sorry, dass ich jetzt gerade ein bisschen umbaue. Northgate Avenue. Mayfair Avenue. Glenrose Avenue. Also 3. 1, 2, 3. Millbrook Square West. Millbrook Square West. 1, 2, 3, 4. Corino Avenue. Corino Avenue. Eucalyptus Drive. Northgate Avenue. Eucalyptus. North Eucalyptus Drive. Northgate Avenue. Glenrose Avenue. Warte mal, ist die hier? Mayfair Avenue. Technical University. Technical University. Park Plaza Drive. Park Plaza Drive. Avenue. Hast du das Spiel gestern gesehen? Die Copperpot Crabs haben die Oakwood Lobster im Einrad-Football platt gemacht. Glenrose Avenue. Dann muss ich dir mal kurz ändern hier die Haltestelle. Das ist echt nicht mein Wetter. Millbrook Square South. Oh. Glenrose Avenue. Glenrose Avenue. Glenrose Avenue. So, Bay Tree ist heraus. Millbrook Schrägstrich. Was war das jetzt? Was ist jetzt Eclipse Bay? Ne, Denali Research war's. Mist. Na. Vergessen, das Abendessen einzukaufen. Mit den Pizza. Research. So. Und dann. So. Hab ich diese. Wieso hast du die jetzt schon wieder falsch gemacht? Sich verarscht jetzt? So, jetzt ist es richtig. Warum auch immer der Spieler das geändert hat. Ja, ich hasse das, wenn das nicht, wenn das nicht so, wie das nicht so will, wie ich das hätte. Millbrook und Komma Denali Research. Bam. Anwenden. Änderung übernehmen. Die Schüler hat das alles durcheinander gebastelt hier. Aber das ist schon richtig so. Gut, ich würde sagen, wir brechen hier ab. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Boost Simulator 21 und dann geht's hier mit dem nächsten Stadtteil in den Denali Research weiter. Ich fühle mich zu alt für Sport. Ich auch. Sehe lieber zu. Okay, ich auch. Tschüss.